Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Combat Mission Black Sea in der Mission The Outskirts unserer Taskforce 369er Kampagne. Mein Name ist Timodoch Headbreaker und es freut mich wirklich, dass ihr wieder reinschaut. Wir werden jetzt loslegen in der Stadt. Das heißt, ihr guckt euch erst den Rückblick an, was bisher geschah, und dann wird es Zeit, ein paar Gebäude zu sichern. Also, los geht's! Da sind wir auch schon und ja, so, es läuft gut bis semi-gut. Doof ist natürlich, dass der Gegner hier in der Bude drin hockt. Das ist für uns alles andere als schön, weil wir dadurch den nächsten Block quasi beschädigen werden. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Wir werden auf jeden Fall versuchen, hier den Feind zu bekämpfen. Und ich denke, wir werden außerdem versuchen, so in 30 Sekunden hier rüber zu springen, Sicht gewinnen. Ja. Und dann jagen wir quasi in diesen Teil hinein. Um da einfach jetzt auch den Schock unserer Waffen ausnutzen zu können. Und dann hoffe ich, dass sie da den Block weiter sichern. Ich denke tatsächlich, es ist nicht mehr lange hin, bis der Gegner aufgibt. Ich glaube tatsächlich, dass das hier früher oder später passieren wird, weil einfach, weil wir doch schon einiges an Feinden vernichtet haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Feind irgendwo halbe Stärke von uns hat, oder selbst wenn wir sagen, okay, der hat vielleicht unsere Stärke, weil es quasi angerechnet wird, dass wir so starke Fahrzeugunterstützung haben, das weiß ich halt nicht. Aber alles in allem denke ich, so in etwa halbe Stärke von uns wird da irgendwo liegen. Und da denke ich, haben wir auch schon viel von vernichtet. Nichtsdestotrotz, hier machen wir halt weiter. Wir haben jetzt diesen Block. An den nächsten Block warte ich, bis die Artillerie einschlägt. Das sollte jetzt im besten Fall nächste Runde passieren. Und wenn wir dann diesen Block und diesen Block haben, dann haben wir auch schon den zweiten feindlichen Observationsposten im Blick. Und dann denke ich, ist der Großteil gelaufen. Wenn wir dann uns angucken mit den Gebäuden hier und dem Gebäude, haben wir ja auch diesen Bereich sehr schön im Blick. Zeitgleich können wir mit unseren MBTs hier auf die Hügelkante fahren, haben den Teil im Blick. Und ist die Frage, ob wir mit den Striker-Jungs überhaupt noch so schnell nachkommen, um dann letztendlich hier von diesem Bereich anzugehen. Wir versuchen es aber, wir halten hier unsere Jungs in Position. Wir werden die hier nachziehen in den Bereich, weil ich mit denen auf den Block dann später vorgehen möchte. Und ich denke, dann haben wir gute Chancen, von hier aus darauf vorzugehen, von denen hier darauf, anschließend den Block nehmen. Und dann, ja, ich denke, dann ist die Sache größtenteils gegessen. Entschuldigung, ich bin noch ein wenig verschnieft. Wir gehen in den Graben vor, sichern den. Sturmelement hält jetzt mal Deckung, das switchen wir jetzt halt einfach ein bisschen durch. Das Deckungselement lassen wir hier rüber wechseln, dann haben wir da auch noch Feuerkraft. Und das MG bewegen wir mit. Hier in den Graben schlagen den Haken. Aber ich denke, alles in allem sind wir hier guter Dinge und kommen gut voran. Der Checkpoint ist auf jeden Fall unseres. Gut, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erst einmal so ablaufen, sehen, was passiert, und dann stellen wir uns in der nächsten Runde den nächsten Problem.
Fire for effect. Over. Nun gut, was soll ich sagen? Es läuft soweit ganz gut. Hier kriegen wir jetzt Fire for effect. Dann ist der Häuserblock weg. Hat jetzt alles ein wenig länger gedauert, aber ich denke, das ist einfach dem geschuldet, dass wir auf die Gebäude dahinter schlechte Sicht hatten. Jetzt mal zusehen, dass wir hier das Feuer einstellen. Nicht länger auf den Häuserblock volle Karacho draufhauen. Stattdessen werden wir im Eiligen die hier nachbringen. Und die erstmal ins Erdgeschoss. Und wir lassen die erstmal. So, ich denke, damit fahren wir dann ganz gut. Da haben wir den Block soweit. Wie gesagt, hier hält uns das nur so ein bisschen auf. Das macht aber nichts. In der Zwischenzeit können wir dann die Jungs hier ranführen. Oh. Okay, also die haben einen Breach-Kit. Ein Breach-Kit sollten ja auch in der Lage sein, sich hier durchzusprengen. Wir haben einen Trupp hier in Bereitschaft zum Decken. Ja, die gehören ja eigentlich damit zu. Das heißt, hier ziehen die da auch rüber. Das heißt, die hier rüber, und dann blasten wir uns da durch. Gehen wir da an das Gebäude ran. Die können bedingt supporten, aber das ist okay. Hier können wir auch so ein bisschen supporten, immerhin. Und theoretisch haben wir ja hier auch noch so ein bisschen Support. Zusammen mit dem Bradley. Der kann nicht dolle, aber ist egal. Ist egal, ist okay. Gucken, dass wir 40 mm eventuell mit nach vorne ziehen. Das wird schon. Gut, den Graben hier haben wir genommen. Hier haben wir sogar den Eingang gesprengt, wenn wir das wollten. Aber ich möchte den Komplex zwar decken. Ja, das heißt, das Deckungselement bleibt auch erstmal hier, um eventuell, wenn hier was auftaucht, das bekämpfen zu können. Aber im Großen und Ganzen möchte ich jetzt von hier aus hierauf vor auf diese Gebäude vorgehen. Das heißt, Third Squad wird sich quasi rechts hier anschließen. Zusammen mit den Breaching Teams. Akku-Element ziehen wir so leicht nach. Dann werden wir zusehen, dass wir mit Third Squad hier rauf vorgehen, hier Sicherungspositionen aufbauen und anschließend mit dem First Squad dann hier rüber und dann quasi hier diese 6 Gebäude und anschließend diesen 5er Block so gut es geht zu nehmen. Das heißt, da werden wir uns dann vermutlich auch Fahrzeuge nachholen, um dann zumindest hier den Block so ein bisschen im Blick zu behalten. Den sollten wir im besten Fall dann aber auch im Blick haben, bis wir hier dran sind. Hoffentlich mit denen, dass sie dann diesen Block und diesen Block, da haben wir den vollkommen im Blick, hier den ganzen, ich sag jetzt mal, Innenbereich. Und dann haben wir gute Chancen, hier mit der Striker-Infanterie diesen Teil zu nehmen. Und dann im besten Fall vielleicht sogar auf diesen Teil vorzugehen. Und dann haben wir wirklich halbkreisartig den feindlichen OP im Blick.
Und das läuft, glaube ich. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Und ich bin mal gespannt. Wir haben auch hier... das war leider zu kurz am Ende der letzten Wiedergabephase. Ah, hier haben wir auch jemanden, der sich hier gibt. Das heißt, wie gesagt, Moral beim Feind ist auch nicht mehr so gut. Das ist gut für uns, schlecht für ihn. Und damit würde ich sagen, warten wir unser Effektfeuerwerk. Und ich denke, im besten Fall ist der Block dann da auch verschwunden. Und haben wir gute Karten, dass dann am Ende wir die restliche Stadt relativ gut und zügig nehmen. Wir führen hier mal noch das Akku-Element nach. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze laufen. Nun gut, wir machen große Schritte Richtung Stadtzerstörung, was soll ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen voran. Okay, das ist der, der sich ergeben hat, ne? Jawohl. Upp. Gut, haben wir den Block soweit, denke ich, unter Kontrolle. Aber wie lange werden die brauchen? Ich gebe denen hier erstmal eine Pause. Nicht, dass sich irgendwer von denen hier abgesetzt hat und dann schießt er uns gleich in den Hintern. Da habe ich so richtig gar keine Lust drauf. Mit der Pause, da können die dann sich erstmal ein bisschen umgucken. Dann einen Block weiter untersuchen.
Wie lange? Schießt noch eine Minute. Okay, dann ist, denke ich, das Gebäude weg. Also, sehe ich keine großen Chancen, dass die Immobilie stehen bleibt, aber das ist ja auch das Ziel. Gut, beim Third Squad haben wir natürlich das Problem, wir haben wir werden das ja mal umbasteln. Sorry, Third Squad, aber wir bauen das mal um, weil das Third Squad ist jetzt am Laufen und am Laufen und dann sind die hinüber. Während hier das First Squad ist rested. Und beim First Squad haben wir das auch eher, dass die fit sind und wir haben die bessere Aufteilung. Was Deckungselement und Sturmelement angeht. Wir werden hier das Third Squad führen wir zusammen. Und dann werden wir die neu aufteilen, weil dann geben die auch die Javelin anders ab und so weiter. Das passt. Bring das Breaching-Element mit. Und eigentlich könnten wir uns jetzt überlegen, die Jungs nach vorne zu fahren. Den Weg, den wir schon genommen haben. Und das Fahrzeug, es hat ja immerhin den 40mm Granatwerfer, das ist eine sehr leistungsstarke Waffe und die hätte ich dann auch gerne hier in der Reserve. Genau, so machen wir das und dann ist es eine Frage von, wie viel da der Gegner drin hockt, aber ich denke, da ist auch nicht mehr so viel, also da glaube ich den Block, das kriegen wir hin. Die sind immer noch ready. Okay, wenn ihr ready seid, dann könnt ihr auch ein bisschen Hackengas geben. Und hier sind wir auch guter Dinge. Das Breaching-Element kann sich von mir aus mal zu Fuß auf den Weg machen. Schadet nicht, die Waffen zusätzlich zu nutzen. Target leicht. Das stornieren wir mal. Und dann können wir mit dem Breaching-Element, was von hier kommt, könnten wir auch versuchen, hier rein oder den Rest sichern. Ich denke, so wirklich viel ist da eigentlich nicht mehr, weil das haben wir auch schon kräftig reingehämmert in die Bude. Oh, wir haben unsere 25mm schon relativ gut verballert. Wir behalten das jetzt hier mal im Blick. Aber da sind wir, glaube ich, auch guter Dinge. Und dann sichern wir mal hier den Rest und dann läuft das.
Ja, was soll ich sagen? Da wurde es nochmal tatsächlich recht brenzlig in Gebäude A20. Hier hat doch ganz schön noch jemand drin gesessen. Wie zu erwarten. Aber dass hier unser Kollege hier unten, der M4-1-Schütze, dass der dann gesagt hat, ja, weißt du was? Nahkampf AT4, let's go. Das war schon sportlich, Freunde. Sportlich, ich gehe davon aus, dass die AT4 eine CS-Version war, also eine für den Orts- und Häuserkampf geeignete Version. Okay, aber trotzdem schießt man mit dem Ding noch nicht 2 Meter vor seine Füße. Also, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, wir werden gleich versuchen, hier komplett auf die Seite gesammelt zu gehen, falls da noch irgendwas ist, dann im nächsten Part. Aber, ja, und wie zu erwarten, das Gebäude ist weg. Es läuft, es zieht sich ein wenig und ich kann verstehen auch, dass der ein oder andere das Interesse an diesem Orts- und Häuserkampf verliert. Finde ich ein bisschen schade, aber ich verstehe es. Nichtsdestotrotz, wir kommen hier gut voran. Also wir werden die 30, 37 Minuten hier nicht voll nutzen. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens bei 20 den Feind in die Knie gezwungen haben. Wird man sehen. Für heute war es das allerdings wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Oder wenn ihr Kommentare, Anmerkungen habt, ruhig runter in die Kommentare. Das wäre sehr freundlich. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und sagt wie immer bis denn dann. Und wünsche euch gute, tiefe Durchbrüche. Sichere Räume. Ciao, ciao. Ein wunderschönes Glück auf nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr wie immer hier oben und dort unten weiteren Content. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, den Kanal abonniert und wenn ihr dann auch immer informiert sein wollt, wenn neue Videos kommen, dann klickt die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit Combat Mission und anderen Wargames. Bis denn dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.